Bei Streetbolzer TV. Wir sind heute hier bei dem jährlichen Abschlussturnier Herbstgeballer. Jojojo, Streetbolzer TV, ich werde euch ein bisschen nerven. Willkommen zum vierten Mal auf dem Platz der Karl-Schönbock-Schule zum CSS Cup. Viele Jugendliche sind vertreten, hunderte Gesichter sehen wir hier, viele Nationalitäten sind vertreten und ja, ich werde sie ein bisschen nerven, ein paar Fragen stellen und schauen wir mal, was die Jungs und Mädels zu sagen haben. Wie ist dein Name? Monique. Also ich bin Sheriff, meine Kollegen Erkan, Onur, auf der anderen Seite hier Hanifi und Kevin. Also ich bin Aaron. Mein Name ist Roy. Ich bin Aslam. Andrea. Wer bist du? Alessandro. Also mein Name ist Fatih Omlaka, ich bin 13 Jahre alt, komme auch aus Fullertal. Und du? Die Atiyupi, komme auch aus Fullertal, 13 Jahre alt. Erzähl mal, wer seid ihr? Wie heißt ihr? Ja, unser Team heißt Beatzocker. Wir sind Weser, die Gastgeber heute. Hallo, mein Name ist David und ich spiele mit meiner Mannschaft Yuga Bonito hier. Ja, wie heißt also VfB Kings? Anarchie 99. Wie heißen die Sultans? Not United. FC Shield, die habe ich eigentlich selber gegründet. Also wir sind hier mit zwei Mannschaften und vertreten Haji Bayram Bettenhausen. Das ist unsere Moschee in Bettenhausen. Also unsere Mannschaft heißt VfL Kenex. Street Killer. Unsere Mannschaft heißt FC Siami. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Weil wir haben einen Freund, der Siami heißt und er ist leider heute nicht dabei. Eigentlich wollte er, dass wir hier teilnehmen. Er hat das auch alles perfekt organisiert und so, aber dann konnte er nicht wegen Arbeitsgründen. Dann haben wir halt FC Siami gemacht, weißt du, weil er nicht da ist. Weil wir aus dem Norden kommen, also aus der Nordstadt. Darum haben wir gesagt, lass unsere Viertel nehmen, den Namen. Von unserem Viertel. Also wir sind auf den Namen gekommen, wir haben immer auf der Straße Fußball gespielt und haben die dann immer abgezogen. Also darum kommt unser Name Street Killer. Also unser Name bedeutet Weser hier, der Stadtteil heißt Wesertor. Und so haben wir gedacht, wir heißen einfach Weser. Fließt hier auch die Weser lang, oder? Was? Gutes Spiel, Jungs. Gutes Spiel, fair play. Mädels. Jo, okay. Kleiner Mann. Also, wir machen Ecke. Aus ist da, wo es grün anfängt oder da, wo die Heckner anfangen. Wie ist es für dich von Straßenfußball und anderen Fußball so zu vergleichen? Was ist besser? Straßenfußball ist irgendwie besser. Da kann man so irgendwie viel mehr machen. So mäßig so bei normalen Fußball zum Beispiel jetzt mit Regeln und so soll man das nicht machen, das nicht machen. Man muss ja immer nach dem Trainer gehen und hier sind wir halt ohne Trainer und verstehen uns gegenseitig als Gruppe. Und manche finden das auch irgendwie ohne Trainer ist es besser, weil es ist besser, dass die Mannschaft sich versteht, nicht mit dem Trainer soll. Was bedeutet Straßenfußball für dich? Straßenfußball, dass keine Vereine hier hinkommen, sondern einfach Leute zum Kicken, so Freunde, und dass man einfach just for fun spielt. Das bedeutet, dass wir alle zusammen Spaß haben, ob jetzt Türke, Italiener, das ist egal, Hauptsache wir sind alle zusammen. Ohne Altersbegrenzung, wir machen hier sozusagen die Regeln fast alleine. Beispiel, wenn einer fault, dann muss man halt so ehrlich zugeben und so. Ja, das ist halt Straßenfußball. Jeder ist hier herzlich willkommen. Okay, was bedeutet denn für dich Straßenfußball, wenn du schon sagst, ihr seid die Kings of the Street? Straßenfußball heißt fair spielen. Ja, halt zeigen, was man drauf hat. Tricks, alles Mögliche. Findest du das anders da als jetzt Straßenfußball? Ja klar, beim Straßenfußball ist das nun mal so, du spielst halt ohne Abseits und mäßig ohne Regeln, kein Schiedsrichter, keine Karten. Und beim normalen Fußball in der Mannschaft ist das halt ein bisschen anders. Was heißt Straßenfußball? Ich meine, wenn man sich mit den Freunden trifft und dann irgendwie spontan einen Ball organisiert und dann irgendwo auf der Straße natürlich kickt. Also aus Straßenfußball ist es halt ganz anders. Mit den Regeln, keine Karten, kein Abseits, einfach rumballern, Spaß haben, ja. So halt, Eise.
Die sollen keinen Scheiß machen, lieber Fußball spielen. Und Fairplay, Disziplin, Respekt mit Fairplay immer. Fairplay ist ganz wichtig. Richtig. Okay, ich habe gerade erfahren, hier dein Cousin ist aus Italien. Aus Italien, genau. Ja. In Italien gibt es Straßenfußball? Ich spreche in Italienisch. Kann ich Italienisch? Ci sono anche manifestazioni che comunque promuovono queste attività di socializzazione in confronto ai ragazzi che giocano a calcio, ragazzi che crescono in luoghi che non sono tanto sviluppati e quindi hanno anche la possibilità di farsi vedere, visibilità. Esiste comunque anche in Italia. Wie ist es für dich dabei zu sein? Cooles Gefühl halt, gegen andere zu spielen und zu verlieren. Yo, yo, Streetbolzer TV, das Turnier neigt sich leider dem Ende entgegen. Die Sonne geht unter, wir hatten viel Spaß, das Halbfinale läuft gerade. Alle Kasseler Stadtteile waren vertreten, egal wie weit. Sie sind gekommen und wollen Straßenfußball spielen und es macht Spaß. Und deswegen kommen sie zu uns. Wir sind Straße.